Киеве. Завершает нашу сессию Запад профессор Яхиль Алькаран, город Зихтенберг, Германия. Многоцветный татуаж луковицы с косметической целью. Albinism and keratoconus.
als Risiken und Nachteile, ist das ein schwieriger Eingriff? Есть риски и недостатки, является ли это тяжелым вмешательством? Депрецизионсмангел. Тут не очень точно можно работать. Он и микроперфорация. Есть риск микроперфорации. Постоперативный. Фремдкорпергефюль. Постоперативные риски, например, чувство, что чужое тело в глазе. Farbenverflüchtigung, могут исчезать эти краски. Keratitis. Toxic reaction. Токсические реакции. Dauerhafte Hornhautepithel-Defekt. Постоянные повреждения эпителия роговицы. Hornhaut. Колькус. Улькус роговицы. Iridocyclitis. Циклит или... циклит радужной оболочки. And endophthalmitis. И эндофталмитис. Wir haben drei Patienten und wir haben die Kontrolle fünf Jahre lang. Das Datum für die Operation war zwischen 2005 und 2007. Studierte später mit Mungadu und das были три пациенты с контролем на 5 лет. Das Alter war zwischen 17 und 23 Jahre alt. Возраста 17 до 23 лет. Geschlecht waren alle Frauen. Все они были женщины. Und der Grund ist die kosmetische Störung Leukoma Cornei. Косметическая причина Leukoma Cornei. Wegen perforierender Verletzung. Одна пациента на повреждение, перфорация. Bei einem Patienten. Und schwere Kontusion bei zwei Patienten. Die Patienten mit tiefen Kontusionen. Kategorie. Die vierte Kategorie. Erblindetes Auge. Glas slipoi. Unverträglichkeit einer kosmetischen Kontaktlinse. Недопустимость косметической контактной линзы. Und keine Keratoplastik OP möglich. И невозможна операция керопластика. Das ist eine von den Patienten, die hat eine große Leukoma Cornea. Вот одна из пациентов. Пациентов. Next, please. So, das ist das Auge. Next. Die Methode. Methodika. Alle Patienten wurden ambulant behandelt. Все пациенты подвергались амбулантному лечению. Und durch operativen Mikroskop. Оперативная операционная микроскопия. Локальная бедовинг с кокаином, аугентрофин. Капали в глаз локальным кокаином, локальная анестезия кокаином. Ohne vorherige Entfernung von Epithel. Эпител в ровнице тотово не удалилось. Verwendung spezielle Tattoo-Nadel. Использовать специальные иглы тату. Mit Tinte vor jedem Einstich, bitte. Ich habe nur per Kabel Kolum zu da. Schräge Einstriche. Kolum сделаны под углом. In das Hornhautstrom. Strom, Rogowitze. Wodurch eine relativ lange Einstichkanal. Hat man sich den Linienkanal, wurde Tschernile. Wiederholte gründliche Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung. Dann повторно обработали физиологическим раствором. Expanded contact lens. Или контактные линзы, как... Antibiotika and steroid als Augentropfen. Die капли антибиотики. Bei benutzter Farbe haben die Farben von Rotring GmbH Hamburg in Deutschland und das enthält 85% Wasser und 15% Pigmente. Das Kursbeispiel Rotring Hamburg Germany. Die schwarze Farbe war von Rußpartikeln. Schon eine krasse
Blaue Farbe von Heliogen Blau. Und Rot Eisenoxid. Diese Pigmente sind im Wasser unlöslich. Die Tinte bei 121 Celsius Grad für 15 Minuten sterilisiert. Die braune Farbe wurde von Mischung Rot-Blau gefertigt. Das ist ein Video. Fangen wir an mit Pupille zu markieren in Schwarz. Die Nägel, die sie haben, die normalerweise auch bei Tattoo in die Haut benutzt wurden. Die sind 8 Nägel nebeneinander. Parallel der Wurzel geklebt. Da fangen wir an. Weite Farbe, das ist braun. Und wieder spülen mit Trocknerlösung und weiter, bis das alles braun wird. Auf der Erde dort die Vorverkaufsschuhe, das ist ja gerade so kalt. Also ich habe den Film eigentlich vor vielen Sekunden. Das dauert ein bisschen. 15 Minuten, bis das fertig ist. Das ist die letztendliche. Gibt es eine Operation mit einer ganzen Mutter, Alter? Kann ich schon ein Resultat? Merkst du das? Postoperativ. Postoperativ. Wir haben einen Verband von Kontaktlinse, bis das Epithel zu ist, und das hat da ungefähr eine Woche gedauert. Das ist schon eine Epithelie, also eine Epithelie. Antibiotische Augentropfen als Ofloxacin als Augentropfen für eine Woche. Ofloxacin, antibiotische Augentropfen. Und lokale steroidalen Antiflogistikum, Fluromitolon für 2 Wochen. Fluromitolon, da kann man. Das ist die Postoperative. Die Ergebnisse, da haben wir die Behandlung einmalig. Das Epithel heilt sich in einer Woche. Die Patienten haben Druckgefühl und Fremdkörpergefühl so längstens bis 2 Wochen und dann nicht mehr. Чувствую, что там есть чужое тело сразу не больше, чем 2 недели. Und wir haben keine weitere Komplikationen. Komplikationen не было. Alle Patienten kosmetisch waren sehr zufrieden. С косметической стороны пациенты были очень довольны. Nach 5 Jahren Kontrolle zufriedenstellen. И после 5 лет осталось довольны. Und die Farbe lässt sich nicht nach. Краска не исчезает. Das ist da. Die Ergebnisse nach der Operation. Bitte, Resultat der Operation. Weiter.
Das ist da ein zweiter Patient, du wurdest reicher. Das ist da. Also Zusammenfassung würde ich mal sagen, die Hornhautdepurierung ist ein leichtes Verfahren, trotz Zahlmangel von Patienten durchführen. Anwendung einer standardisierten Färbemittel und die Verwendung einer Nadel in einem der ophthalmologischen chirurgischen Abteilung ist da leicht verfügbar. Obwohl es so viele Komplikationen zu erwarten, aber wir haben keine relevante Komplikationen zu behaupten. Das beschriebene Verfahren erreicht überraschenderweise gute Ergebnisse nach 5 Jahren Kontrollzeit. Resultate sind profiliert für die Dauer nach Ausschüttung. Vielen Dank aus Damaskus und aus Senftenberg, Deutschland. Senftenberger ist Damaskus. Merci beaucoup.